Er hat schon viele Frauen verjüngt. Dr. Christoph Ahrens ist nicht nur Allgemeinmediziner, sondern auch spezialisiert auf medizinische Kosmetik und Ästhetik. Weniger Falten, vollere Lippen. Die Nachfrage der weiblichen Patienten ist groß und für Dr. Ahrens der Auslöser, sich auf diese Thematik zu spezialisieren. Eigentlich durch die Frauen bin ich so ein bisschen so in diese Richtung fast gezwungen worden zu sagen, ja, du, Christoph, mach mal die Stirn weg oder Dr. Ahrens, mach mal die Stirn ein bisschen glatt. Und dann habe ich da vor 7 Jahren angefangen, halt die Kurse zu belegen und mich da einzuarbeiten in diese ganze Geschichte. Und dann ist das über die Jahre gewachsen. Weil so meine Falte zu behandeln, ist das eine, mal das ganze Gesicht dann irgendwie entsprechend zu behandeln, das ist halt das andere. Und das ist doch wesentlich komplexer von der Ausbildung und eben auch von der Sichtweise. Gerade bei älteren Patientinnen versucht Dr. Ahrens, das Gesicht sozusagen wieder dreidimensional aufzubauen. Das kann allerdings mehrere Jahre dauern. So auch bei seiner 60-jährigen Patientin Jelena Stopp. Das ist eine Mehrschritttherapie. Es reicht nicht, jetzt nur hier ein bisschen aufzufüllen, sondern wir müssen halt gucken, dass wir auch ein bisschen wieder schöne Dimensionalität ins Gesicht reinkriegen. Also Aufbauen des Jochbogens, weil auch Knochensubstanz geht verloren. Nicht nur Kollagen, nicht nur Bindegewebe, auch der Knochen verliert an Volumen. Und wir müssen also nach und nach hingehen, hier am Jochbogen wieder ein bisschen aufbauen, hier ein bisschen Zug reinbringen. Wir brauchen die Patienten eben nicht quälen. Wir brauchen da keinen Facelift machen, sondern man kann, das ist ein Bereich, wenn man jetzt Jahre Zeit hat, 2, 3 Jahre Zeit hat, kann man das sehr schön konservativ machen, ohne jetzt so ganz gravierende Eingriffe. Keine gravierenden Eingriffe, das wünscht sich auch Alexandra. Sie findet ihre Oberschenkel zu dick. Eine Fettabsaugung kommt für die 32-Jährige aber nicht in Frage. Eine Alternative ist für sie die sogenannte Lipolysebehandlung. Dabei bewirkt eine Injektion die Fettauflösung im Gewebe. Ich habe davon gehört und dann habe ich durch Dr. Ahrens gefragt und ja, haben wir ausgemacht, dass wir das jetzt mal ausprobieren. Warum? Weil ich mich unwohl fühle, ja. Mit 5 Injektionsnadeln spritzt Dr. Ahrens das Enzym Lecithin in die eingezeichneten Felder. Es zerstört die Fettzellen und transportiert das zerstörte Fett über das körpereigene Lymphsystem ab. Je nach Patient und aufzulösender Fettmenge wiederholt Dr. Ahrens die Behandlung 2 bis 3 Mal. Die Lipolysespritze kommt allerdings nur bei Patienten mit kleineren bis mittleren Fettpolstern zum Einsatz. Für stark übergewichtige Personen eignet sich diese Methode nicht. Pro Behandlung muss man sich vorstellen, ungefähr 1 Zentimeter Fett. In der Region, wo ich behandelt habe, kriege ich 1 Zentimeter Fett weg. Also ich kriege nicht den ganzen Körper komplex sozusagen entfettet, das funktioniert nicht. An so bestimmten Regionen, ja, die übrig geblieben sind, nach einer Fettabsaugung oder wenn so ganz isoliert irgendwo so Fettdepots sind, die kriege ich gut aufgelöst. Ganz anders dagegen wirkt das sogenannte Hyaluron. Patientin Nadine findet ihre Nasolabialfalte sehr störend. Mit einer Hyaluron-Injektion kann Dr. Ahrens die Haut unterfüttern und aufpolstern. Eine echte Wunderwaffe gegen Falten. Und auch im Bereich der Lippenmodellierung vertraut Nadine auf dieses Präparat. Also ich fände einfach die Oberlippe immer zu der Unterlippe etwas zu schmal, zu dünn. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das zu machen. Da die Behandlung etwas schmerzhaft sein kann, betäubt Dr. Ahrens zunächst die Lippen. Nadine bekommt eine sogenannte Lippenkonturierung, also eine leichte Betonung der Lippe. Und dann geht man hin im Übergang von Lippenrot zur normalen Haut. Und dann gehe ich da rein, Nadine nicht erschrecken, gibt einen kleinen Pieks. So, und dann fährte ich quasi diesen Bereich auf. Ist sehr empfindlich, der Bereich. Gut, durch die Betäubung geht's jetzt. Und dann beim Zurückgehen gebe ich immer ganz kleine Depots ab. Was wir nachher sehen, dass in die Kontur rauskommt. Der Unterschied ist schon unmittelbar nach der Behandlung sichtbar. Allerdings dauert es noch ein paar Tage, bis die Lippe wieder vollständig abschwillt. Ein schönes Gesicht, wie das auszusehen hat, ist wohl auch ein Stück weit Ansichtssache. Unsere Haut und unser Gesicht geben Auskunft darüber, wie wir gelebt haben. Letztendlich muss jede Frau für sich selbst entscheiden, ob sie nachhelfen möchte oder nicht.